In Erbach im Kreis Odenwald ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Wagen in dem Fluss Mümling gelandet. Gegen 20 Uhr hatte der Mann Gas- und Bremspedal verwechselt und war von einem Parkplatz durch eine Hecke ein Gefälle hinabgefahren und im Wasser gelandet. Für uns besondere Schwierigkeit hierbei einfach die Hanglage an der Mümling und einfach sich den Weg durch die Böschung hin zum verunfallten Fahrzeug zu bahnen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Aus dem Unfallwagen liefen weder Benzin noch Öl aus, sodass keine Umweltgefährdung bestand.